Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Counter-Strike Global Offensive Overwatch. Wir sind heute auf Mirage unterwegs und wir könnten endlich mal wieder ein Global Overwatch haben, weil ich auch endlich mal wieder Global bin. Im Gegnerteam eine Deagle, 4 Glocks und unser Suspect steht momentan 1-0, hat eine Scout, Kevlar und Helm und in der ersten Runde einen Kill geholt. Und ja, wollen wir mal schauen, was der so reißen kann und warum der reported wurde. Lasst uns mal sehen. Schöner Headshot, hätte man auch so rein aimen können. Ja, er war zum Beispiel nicht auf Nordlos drauf gewesen, das war voll in Ordnung. Aber da muss noch was kommen, das ist nicht alles. Ja, der spielt schon sehr verdächtig, was das Gucken angeht. Den hätte er jetzt sogar fast erwischen können. Ja, man sieht ja, glaube ich, schon so, wo er hinguckt, dass er mit Wallhack spielt und noch nicht sehr geübt ist, das Ganze zu verstecken. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man ja auf einmal die Gegner sieht. Er hat auf jeden Fall safe an. Also er hat einen Wallhack. Aber jetzt, was hat er getan? Was hat er verbrochen? Was war das für ein Teleport? Schauen wir uns die nächste Runde an. Er bleibt bei der Scout, fühlt sich damit stark genug mit Wallhack. Wallhack ist der beste Aimbot, ihr wisst Bescheid. Und den hat er. Und den Aimbot hat er auch. Komm, springt da noch einer rum. Blackbird ist ebenfalls ein Spiel. Jetzt tut er so. Ja, das ist ein Opfer. Einfach abgestempelt als Opfer. Müssen das gar nicht zu Ende gucken. Aber vielleicht sehen wir noch eine geile Compilation, ja. Nochmal so. Das, was er gerade gemacht hat, mit 5 Kills, ja. Das wäre sick. Und da war der Warlock wieder. Da die Reaktionszeit des Gottes. Naja. Ja, also, keine Ahnung. Ach Mann, warum versucht man es denn? Man wird doch eh safe gebannt. Was ist der Spaß dahinter? Also, die Sache ist wirklich, warum cheatest du so offensichtlich, dass du dir zu 100% sicher bist, dass du eh gebannt wirst? Aus welchem Grund machst du das dann? Du erzählst ja nicht deinen Freunden, wie gut du warst. Du hast ja auch keinen Spaß dabei, weil es am Ende ja immer noch nicht dein Skill war, der dich halt so gut dastehen lassen hat. Was ist der Anreiz? Das ist echt gar nicht so einfach zu verstehen. Der Trick ist es doch eigentlich, zu cheaten, ohne aufzufliegen, damit man es ewig lang machen kann. So, damit alle denken, boah, der ist aber richtig gut. Ne, schon seit 8 Jahren ist das ein Profi. Und der hackt einfach. Ne, ist das nicht der Trick? Ernst gemeinte Frage, Leute. Weil, aber was er hier macht, ja, das hat ja absolut gar nichts damit zu tun. Das ist einfach ein Spasti. Wenn ihr allgemein mehr Overwatches sehen wollt, Leute, gerne ein Like da lassen. Ja, und mir auch eure Meinung dazu schreiben. Und da kommt da, tada, Surprise, Flut geht zuerst down, schön sterben lassen. Kopfhöhe ist perfekt. Mit der AK kann man sich gut verraten, was ein Aimbot angeht. Ist mit der Scout nicht so gut zu erkennen, weil die ja direkt aus dem Scope wieder geht, weil die ziemlich schnell ist. Aber mit der AK kann ein schlecht eingestellter Aimbot auch nochmal direkt alles verraten. Oder ein schlechter Spieler einfach richtig abkacken. 3-2 trotz Wallhack und gegen GGF Aimbot. Ja, jetzt erstmal wieder ein bisschen die Decke abaimen. Ist ja eh kein Gegner zu sehen. Doch, ich sehe einen. Kann ja mit dem Messer rumlaufen. Wo könnte er sein? Vielleicht oben rechts? Oh, bin ich gut. Hat der Glück, dass bald Ferien sind. Ansonsten hoffe ich, dass seine Freunde ihn erkennen und ihm nochmal richtig auf dem Schulhof zusammenschlagen. Ja, und er zu Weihnachten nichts bekommt, ja. Nichts soll er kriegen zu Weihnachten, ey. So, jetzt aber. Geh um die Ecke. Nice Aiming. Nächstes Mal nutzt den Aimbot. Muss auch nicht nachladen. 12 Schuss reichen theoretisch noch für die beiden. Oh Gott, ey. Also man guckt Overwatch, um Hacker zu entlarven, aber dann will ich wenigstens eine Show geboten bekommen. Nice. Ja. Könnte auch weg sein. Aber er hackt. Also könnte auch weg sein, nur mit Hacks. Ja. Guckt doch nicht geradeaus, Mann!
Sollen die durch die Wand kommen? Wir spielen nicht gegen Harry Potter und seine Freunde und das ist auch nicht der Ausgang vom Gleis 9¾. Ja, gut. Nicht hingucken am besten. Was du nicht siehst, kann dich nicht erschießen. Waffe wechseln ist auch nicht drin, ey. Auf die Q-Taste kommst du nämlich gar nicht. So, wir haben noch zwei Runden. Von diesem unglaublich amüsanten... Ach, was aimst du denn ab, Alter? Ja, dankeschön. Schon besser. Hört mich wenigstens. Guck rechts. Weiter runter. Siehst die Kopfhöhe. Doch hast du sogar einen Kopf als... Versuchen wir es durch Apps. Na, oh, wir spielen mal defensiv. Dreh ich wenigstens um, damit du deinem Team ansagen kannst, ob sie A oder B gehen. Links. Weiter links. Du kannst ihn doch sehen vorher. Du musst doch nicht so tun, als wenn du da richtig aimst. Ja, das ist der Move. Genau so stellt sich Flasche auch immer an die Wand. Alter. Schläge. Ganz viele davon. Was ist das für ein Sound? Ist das low? Er verliert. Ach du Kacke, Alter. Doch, ich kann langsam. Ich hab's nur 8 Runden Zeit gehabt, aber langsam kann ich verstehen, dass du cheatest. Ist vielleicht das Einzige in deinem Leben, was richtig laufen könnte dann. Einer ist noch Mitte. Oh ne, der ist tot. Okay, stehen beide vor A. Ich guck trotzdem Palace. Vielleicht sieht der Overwatcher ja gar nicht, dass ich anhab. Doch, da kommt er doch. Ups. Nee, ich nehme erstmal gar keinen. Ich bin nämlich kacke. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst wie gesagt gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.